Lasst uns gemeinsam zwei Ravensburger Spiele testen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, und in diesem Video werde ich erstmal zwei Ravensburger Spiele unboxen und dann auch noch zusammenspielen mit meinem Freund. An der Stelle vielen, vielen Dank an Ravensburger fürs Zuschicken der beiden Spiele. Und ich durfte bereits jeweils ein Spiel von diesen hier verlosen auf Instagram. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem verrückten Labyrinth Disney 100 Edition. Also das verrückte Labyrinth gab es ja schon zu meiner Kindheit und ich muss sagen, ich fand dieses Spiel echt mega cool. Und ich würde sagen, wir packen es mal aus. Wie gesagt, es ist noch nagelneu und wir haben hier diese Karten mit den bekannten Disney-Charakteren. Hier auch nochmal. Die muss ich gleich alle rauslösen. Und dann haben wir noch die verrückte Labyrinthkarten, sage ich mal, die man so reinschiebt. Auch einmal hier mit Disney-Charakteren. Und auch mal ohne. Und ich muss sagen, ich sehe das jetzt schon hier. Die haben so eine schöne Holo-Optik. So im Disney 100-Look. Echt mega schön. Ich hoffe, das sieht man so im Licht. Ja, und hier schon Belle und Baloo und Goofy, also alle Disney-Charaktere dabei. Natürlich gibt es auch eine Spieleanleitung. Ich muss natürlich auch mal genau gucken, wie es funktioniert. So genau weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass man noch so die Dinger reindrücken muss und am meisten, also man zieht eine Karte und dann muss man halt zu diesem Punkt hingehen und dann, die meisten Karten hat gewonnen, glaube ich. So hat es früher funktioniert. Man soll auch natürlich den Gegner da nicht zum Zug kommen lassen, dass er zu seinen Karten kommt. Es gibt das Spielebrett. Das sieht so aus. Auch hier in der Mitte Disney 100. Ja, ich sehe schon Ariel, Dumbo, Mickey hier oben in der Ecke. Also das sind die farblichen Mickeys. Zeige ich euch gleich noch. Ja, und ja, zum Schluss habe ich schon erwähnt die farblichen Mickeys in grün, gelb, pink und blau. Also das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler geeignet und ab 7 Jahren. Das kann man auch noch erwähnen. Und ich würde sagen, ich löse die ganzen Sachen jetzt raus und dann wird gespielt. Wir müssen jetzt mischen, ne? Ja, irgendwie müssen wir die randomisieren. Was müssen wir die? Randomisieren, random. Also eine zufällige Reihenfolge erzeugen, dass das Labyrinth, was entsteht, vollkommen zufällig ist. Ja. Ich glaube, das letzte Mal das verrückte Labyrinth habe ich gespielt vor 30 Jahren oder so. Guck mal, ich bin fast so alt, wie du das letzte Mal das Labyrinth gespielt hast. Das kommt hin, ja. Grün ist immer gut. Ein bisschen hier oben. Ist es? Nee, dann bin ich rot. Ja, dann können wir auch drehen. Das geht schon. Das ist pink, das wollte ich haben. Tja. Nee, jetzt habe ich pink. Nicht grün. Weißt doch, wie das ist mit dem Patriarchat und so. Ja, die müssen wir jetzt auch mischen. Jetzt beschwert sie sich auch noch. Ich bin ganz schön langsam. Meine Güte. Hallo. So. Verrückte Labyrinth ist ein gutes Spiel. Ich weiß gar nicht, warum ich es gar nicht mehr gespielt habe. Wahrscheinlich, weil ich es nicht im Schrank habe. Das wollte ich gerade sagen. Du hast es wahrscheinlich nicht mehr. Ja, und rein ist es auch ein Spiel, was man als Kind mögen kann. Und das ist Mowgli? Das ist Mowgli. Okay. Von Dschungelbuch. Okay. Ich habe mich natürlich über alle Charaktere hier informiert vorher. weiß also absolut Bescheid. So, und jetzt kriegt jeder die Hälfte der Karten, oder? Also zum Beispiel das hier ist Dr. Fridolin von Storch. Genau. Auf dem Weg in seine Vorlesung für Astrophysik. Ja. Oder? Mhm. Gut. So, oder? Ich weiß nicht, wie viele Karten kriegt man. Machen wir halb-halb die Karten? Ja, halb-halb. Achso, dann müssen wir alle Objectives da abgrasen, genau. Und wer als erstes alle seine Karten aufgedeckt hat, hat gewonnen. Okay. Du weißt, ich bin in so strategischen Sachen nicht gut. Achso, könnte ich auch mal zeigen, wo ich hin muss.
Okay, also, wo will man da hin? Definitiv nicht zu den drei da hinten, was der eine ist, glaube ich, Stitch, der andere ist Baloo der Bär und in der Mitte das ist Ariel die Meerjungfrau. Das ist meine Lieblingsprinzessin, Spell. Wie ziehen? Muss ich erst verschieben und dann ziehen, oder wie war's? Du musst erst verschieben und du kannst dann ziehen. Okay. Bam, Ariel. Toll. Okay. Bambi. Baloo der Bär. But I tricked you. Wer auch immer das ist. Das ist sie nicht, ne? Das? Wer zur Hölle ist das? Das ist Alice. Und du bestehst bei Cinderella. Ja, wo zur Hölle ist dann Alice hier drauf? Ich sehe sie da. Nicht. Da. Ach, das da ist Alice. I tricked myself. Ich mach das mal hier wieder rein, dass du nicht weißt, wann das drankommt. Okay. Na gut. Was ja, ein Fail. Das ist Alice und ja, das ist Cinderella. Man sieht den Disney-Kenner. Das ist der absolute Disney-Kenner, ja. Sind beide blond. Okay. Und haben beide was Blaues an. Ich habe sogar noch mal extra nachgeguckt, weil es echt nicht... Okay, was sieht hier so aus wie das Ding? So. Okay, ich glaube, das wird nicht gut für mich enden. So, ist das jetzt der? Das ist Tiana, ja. Okay, nice, well done. Ich bin irgendwie hier im Nachteil, habe ich das Gefühl. Nur weil du die Bilder nicht erkennst, oder was? Da kannst du ja auch Kühe und Schweine vorstellen. Hm. Früher waren das, ich erinnere mich an das alte Board von das verrückte Labyrinth, das waren irgendwelche Schätze und so und sind ein bisschen für den Nicht-Kenner, glaube ich, einfacher zu interpretieren, würde ich fast mutmaßen. So. Ich bin da. Okay. Mowgli. Schlimm gerade. Machen wir einfach mal. Wo könntest du jetzt hin wollen? Machen wir es so. wenn du dahin gehst, ich könnte dich jetzt fies verschieben in die Richtung. Nee, aber dann machst du. Nee, das ist keine gute Idee. Dich selbst verschieben ist doof. Aber du brauchst auf jeden Fall keinen von den dreien. Wann würdest du dahin gehen? Wenn du. versuchen wir mal hier zu theoretisieren. Du bist jetzt eine Taktik am Ausklügeln. Ja, in der Tat. Du musst wahrscheinlich zu Simba. Dann würde ich da hinfahren wahrscheinlich. Weil dann kannst du nämlich den nächsten Turn so machen und kannst dann da hingehen. Wie kann man das verhindern? Ich verliere auch wenn nur, weil ich diese blöden Charakter nicht richtig identifiziert habe. So, da ist diese Tussi. Alice. Whatever. Ah, es war noch nicht mal Simba. Okay. Aber ich war nah dran. Jetzt mach doch mal. Gemach. Oh. Das musst du rausschneiden, die 10 Dinger. Ach, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, lass deine Denkpausen drin oder was? Das wollen die Zuschauer nicht sehen. Nee, erst. Das geht da nicht. Achso, das geht da nicht, okay. Jetzt muss ich wieder verfolgt. Oh. Jetzt überleg doch nicht so lang. Hallo? Das ist hier ein komplexer Gedankenvorgang. Ich kann hier nicht einfach irgendwas machen. Es hängt jetzt nicht der Haussegen schief, wenn du verlierst. Du weißt, dass der Haussegen dann schief hängt. Das ist ein Trennungsgrund. Was ist eigentlich, der Verlierer bezahlt euch das Abendessen, oder? Hab ich gestern nicht alles bezahlt? Nein, ich habe das Kino bezahlt und du hast... Sogar zweimal. Und du hast den Cocktail bezahlt. Ja, dafür haben wir auch einen Film geguckt, den du gucken wolltest. Ja. Ne?
Den Film, den ich definitiv nicht gucken wollte. Also der Verlierer muss das Restaurant gleich bezahlen. Jesus Christ. Okay, okay. Ein bisschen... Ansporn. Gell? Immerhin. Mal zeigen, was ich hier hab. Wie kann das denn noch? Drei? Drei? Du willst zu Gin, zu dem Gin-Vieh. Genie! Genie. Gin. Wir haben hier kein Alkohol. Und wie kann ich dir das so richtig schön verderben? Okay. Gott, damit bin ich so bekloppt. Ist so einfach, ey. Ich hätte in die andere Richtung gehen müssen. Ja, ich hätte in die andere Richtung schieben müssen. Dann hätte ich dir versaut. Ich meine, wir wissen ja beide, dass ich dich gerade gewinnen lasse, ja. Als ob. Aha. Weil du so gern das Essen bezahlst. Mhm. Weil ich mir es auch noch ausgesucht habe heute. Mhm. Wir gehen koreanisch essen. Ach, stimmt. Ich wollte ja Bibimbap essen heute. Haben wir Goofy schon gehabt? Ja, den hattest du. Den hatte ich, okay. Okay, wann könntest du das machen hier gerade, was du machst? Wahrscheinlich hast du irgendwas mit der komischen Grinsekatze. Könnte das sein. Nicht, dass ich das wieder jetzt versaue. Damn, das ist gar nicht so einfach, jemanden zu blocken, ehrlich gesagt. Das fällt mir jetzt gerade auf. Das ist wirklich nicht einfach. Weil du brauchst jetzt eigentlich nur so ein Piece. Zum Beispiel, wenn sie jetzt da wirklich hin muss, dann muss ich jetzt, und ich drücke das hier runter, dann hat sie das Teil und kann nachher da reinschieben. Wenn ich jetzt von der Seite mache einmal, dann bewege ich den hier hin und sie kann im nächsten Turn den hier hin bewegen. Hm. Das heißt, ich kann sie nicht effektiv daran hindern, zur Grinsekatze zu kommen. Das ist... Dann musst du vielleicht versuchen, zu deinem Punkt zu kommen. Das ist kein Problem, da bin ich schon. Ja, es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, das gerade zu verhindern. Ja, doch, natürlich. Ja, ich mache gar nichts an dem Ding einfach, weil du brauchst mindestens zwei Turns. Wenn ich darf dir nur kein Stück rausschieben, wo du ansetzen kannst hier. Das heißt, ich gebe dir einfach so ein Teil und dann brauchst du mindestens zwei Turns, um dahin zu kommen. So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig kapiert. So Profi dabei wie du. Das ist alles blöd. Oh, hat dafür jemand die richtigen Schlüsse gezogen? Ich glaube, wir müssen die Grinsekatze einfach noch mehr inaccessible machen. Du weißt, was das Ziel des Spiels ist, nicht den Gegenspieler verrückt zu machen. Ich wollte gerade sagen, Beziehungskrise ist das Ziel vom Spiel, oder? Sondern der als erstes alle Karten aufgedeckt hat. Ja, da kannst du ja noch Hoffnung haben, oder? Was mache ich denn jetzt? Ich habe ja auch nur noch eine Karte hier. Ich warte ja die ganze Zeit darauf, dass du ein langes Teil bringst. Nachdem du mich vor ein paar Turns so gekillt hast. Hahaha! Jetzt musst du noch zu deinem Häuschen. Ach so, scheiße! Noch sind wir nicht fertig. Okay. Ach so. Bam, bam, bam. Toll. Ja. So, also ich hätte gerne das Filet Mignon und die Flasche Champagner dazu. Ich hätte noch Cinderella gehabt. Cinderella hättest du noch gehabt, okay. Die du am Anfang als Alice vertauscht hast. Stimmt, hätte ich mir merken können. Also grundsätzlich ein mega cooles Spiel. Ich kann mir echt vorstellen, dass wir das sogar privat weiterspielen mal. Ja. Ist, glaube ich, auch witzig mit mehr. Wir müssen das mal machen, wenn Freunde vorbeikommen nächste Woche. Daria ist ja da. Genau, wenn wir da nichts zu tun haben abends. Können wir mit Daria das Verrückte... Und hauen das verrückte Labyrinth durch. Ja. Ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie viel Spaß eigentlich Ravensburger Tabletop, also Brettspiele machen. Da gibt es echt ein paar Gems drunter. Also das hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und ich finde klassische Spiele von früher am besten und dann auch im Disney-Design. Also, ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr auch das verrückte Labyrinth geliebt habt als Kind und ja, vielleicht auch jetzt mit euren Kindern spielt. Und das zweite Unboxing, habe ich ja schon erwähnt, ist Disney
Villainous. Also es geht auf jeden Fall um Villains, also um die Bösewichte. Böse Miene zum guten Spiel, aber ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Das heißt, ich muss mir diese Bedienungsanleitung wirklich komplett durchlesen. So sieht es auf jeden Fall hinten aus. Und ja, ich sehe ganz viele Karten und Coins. Ist für Spieler, also für Spieler für 2 bis 6 Spieler geeignet. Und ab 10 Jahren und ca. 20 Minuten pro Spieler dauert das Spiel. Genau, ich sehe hier Jafar, Maleficent, Captain Hook, Ursula, Prinz John und die Herzkönigin. Und ja, ich würde sagen, wir packen das mal aus und gucken mal, was da so drin ist. Natürlich wieder die Spieleanleitung, die muss ich mir genau durchlesen. Dann haben wir diese ganz viele Coins, die aus Pappe sind und einen großen Coin. Ich hole die jetzt mal raus. Ich weiß nicht, sollen die in diese Schale? Ja. Okay, also es gibt hier so eine Schale und da sollen diese Coins wohl rein. Genau. Wir haben aber noch hier so einen Coin und so einen Coin. Keine Ahnung. Und die anderen? Ah ne, wir haben mehrere von diesen Schlösser-Coins. Und halt ganz viele von diesen hier. Was auch immer das bedeuten soll. Dann haben wir natürlich die Spielfiguren. Und das ist... Könnte Captain Hook sein. Also ich schätze mal, es ist Captain Hook. Dann haben wir hier Jafar, glaube ich. Dann haben wir die Herzkönigin. Dann haben wir... Das ist König John. Dann haben wir Maleficent in grün und Ursula in lila. Das ist mein Favorit. Ursula finde ich schon cool. So, dann haben wir noch Karten hier drin. Verschiedene Bösewichtkarten. Was sind so Booklets? Captain Hooks Spielzeit. Ah, okay. Das heißt, jeder Villain hat sein eigenes Bösewicht-Handtuch. Handbuch, wo drin steht, was man so erfüllen muss, anscheinend, so wie ich verstanden habe. Und dann gibt es hier noch Übersicht der Aktionen, Spielzeit der Bösewichte. Also wie gesagt, jeder Bösewicht hat anscheinend so sein Ziel, was er im Spiel erreichen möchte. Und dann gibt es hier verschiedene Aktionskarten noch. Und dann gibt es noch mehr Karten. Also es ist ein sehr umfangreiches Kartenspiel. Jetzt will ich meine Zähne benutzen. Ich weiß, das soll man nicht. Aber ich habe gerade keine Schere zur Hand. Schlecht vorbereitet. So. Noch Plastik im Mund. Ja, dann hat man hier anscheinend für jeden Bösewicht noch so einen Ständer, würde ich mal sagen. Und ein Zitat. Bei Maleficent steht, denn jetzt kämpfst du mit mir, mein Prinz, und mit allen Mächten der Hölle. Okay. Das ist hier drin. Und dann, wie gesagt, gibt es verschiedene Karten. Hier steht jetzt Ereignis drauf. Da steht, mach dich größer, entscheide dich. Entweder du vergrößerst so deinen Helden oder du bringst einen geschrumpften Helden zurück in seine normale Größe. Also es ist wirklich schon sehr kompliziert, das Spiel. Es ist einfach wie das verrückte Labyrinth. Also ich bin sehr gespannt, wie das Spiel ist. Was haben wir hier noch? Dann gibt es Heldenkarten. Und dann steht Held drauf. Und da steht, die Haselmaus kann nicht geschrumpft werden. Noch mehr Heldenkarten, dann gibt es noch mal Ereigniskarten, die sind aber andersfarbig. Da steht ganz schön viel drauf, mit verschiedenen Zahlen auch oben. Okay, das haben wir einmal und das gibt es halt dann in verschiedenen Packages. Oh Gott, ich muss mir echt diese Bedienungsanleitung... Es gibt aber sogar eine Videoanleitung, sehe ich gerade hier auf der Spieleanleitung. Für den einfachen Einstieg ins Spiel schaut euch folgende Videoanleitung von Hunter & Cron an. Wahrscheinlich auf YouTube. Das mache ich.
ist viel einfacher sowas als lesen. Also seid ihr auch so? Ich bin so ein visueller Mensch. Deswegen, also ich lese auch nicht gerne Bücher. Ich sehe halt gerne Sachen, was so passiert. Und deswegen finde ich halt so YouTube-Videos, die das dann erklären, auch viel, viel besser. Also wahrscheinlich werde ich mir dann gleich dieses Video anschauen, um das Spiel zu verstehen. Ich muss ja auch noch meinem Freund erklären, dann, wie es funktioniert. Ja, aber wie gesagt, ich packe jetzt erstmal die Karten aus und dann würde ich sagen, spielen wir auch noch eine Runde Villains. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Und natürlich bekommt ihr auch noch die Meinung von meinem Freund dann auch zu hören. Da sind vier Bösewicht-Karten. Lege die Machtchips in den Kessel und stelle ihn in die Tischmitte. Aber die können wir eigentlich auch wegräumen, ne? Da haben wir ja keine. Ja, die haben wir nicht. Ausgewählt. So. Ah, hier. Ursulas Spielziel. Zu Beginn deines Spielzugs muss sich der Dreizack und die Krone in Ursulas Höhle befinden. Also ich brauche hier den Dreizack und die Krone. Wichtig, um zu gewinnen, müssen sich der Dreizack und die Krone im unteren Bereich deiner Spielertafel befinden. Also hier. Das ist mein Spielerziel. Sollen wir es uns einfach anfangen? Das hört sich auf jeden Fall an wie irgendwie die Erklärung zu meiner Steuererklärung. Häufige Fragen gibt es hier auch noch. Oioioi. Bitte füllen Sie das Formular A38 aus mit dem Zusatz Annex 2b. Wenn Sie diese Verbindung der beiden Dokumente führen, berechnen Sie Ihre Einkommensteuer auf Basis des neuen berechneten Steuersatzes C34, den Sie auf Feld 78d im Formular eintragen. Durch Multiplikation und späteres Wurzeln. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, so fühle ich mich auch gerade am 8,5 Stunden Arbeitstag, diese Anleitung noch zu lesen. Oh Mann. Häufige Fragen. Was geschieht, wenn sich Kartentext und Spielregeln widersprechen? Was ist dein Ziel? In jedem Ort? Jedem Ort so ein Kroket-Dingsbums zu haben. Also so wie da liegt. Genau. Okay. Und dann kriege ich eine Karte, die ist Abschlag. Und dann muss ich vier Karten ziehen. Und wenn die Gesamt-Summoning-Cost von diesen vier Karten niedriger ist als die Gesamtstärke-Kosten, als auf F35B, der das Excel-Spreadsheet C angegebenen Kosten, dann habe ich irgendwie das Spiel gewonnen. Okay. Ich darf aber eine Karte habe ich ausgespielt, ich dürfte nur eine bewegen, theoretisch. Eine habe ich abgeworfen, habe ich eine nachgezogen? Ja, habe ich nachgezogen, oder? Ja. Ja. Ziehe ich dahin, hol mir ein Dings. Bezahle 1 für meinen Gestaltwandler, weil dann kann ich mein Schloss hier bewegen, aber ich darf ja nur zwischen Palast oder Ursulas Höhle, also... Ja, Storyline-mäßig ist das halt, wenn sie sich wieder zurück verwandeln, diese Menschenfrau und dann... Ja. Jetzt bist du menschlich und jetzt kannst du in den Palast und dann, wenn es wieder zurückgeht, kannst genau. du in die Höhle. Ja. Und die muss ich dann jetzt wahrscheinlich wieder... Ich bewege mich... hier hin, ziehe 3 Chips und darf eine Karte spielen, und zwar den Knebelvertrag. Da bezahle ich 2. So, und hier steht, rüste deinen Helden mit dem Knebelvertrag aus, der sich nicht beim Palast befindet. Tut er nicht. Der Held ist besiegt, sobald er sich beim Palast befindet. Das heißt, wenn du jetzt bewegst, genau, kann er zum Palast, dann ist er besiegt. Solange ist er hier noch beim Knädelvertrag. Okay, ausgespielt. Ah doch, warte mal, ich kann jetzt hier... Ja, dann spiele ich hier ab mit dem Kopf auf den verrückten Hutmacher. Das muss aber runter, oder? Ereignis? Wie runter? Ach so, du besiegst ihn. Ja, gegen Helden. Ja. Und dann wird er geköpft und ist weg. Es ist irgendwie schon brachial, gell? Ja, sehr brachial. ja, dann spiele ich halt jetzt den Dreizack raus. Bezahle 4. Hast du gezogen? Den habe ich mir eben rausgesucht. Nein, ich meine, hast du gezogen hier? Ja, ich bin da hingegangen. Okay. Ja, und das war's. Kann man nicht dran. Gut, dann ziehe ich hier hin. Ziehe 3. Jetzt spiele ich die Karte
auf Befehl der Königin. Jetzt kann ich zwei von meinen Kroketeuren hier krocken. Dann hast du ja gewonnen. Ja, shit you not. Nee, jetzt muss ich meinen Abschlag noch schaffen. Das heißt, ich brauche die Karte Abschlag auf der Hand. Oh, surprise, ich habe die Karte Abschlag auf der Hand. Ja, toll. Das heißt, ich bin genau meine sechs Marken hier los und mache einen Abschlag. Und jetzt muss ich fünf Karten hier ziehen. Und wenn die im Gesamtwert wie geringer sind als meine gesamte Power, die ich auf dem Board liegen habe, dann habe ich gewonnen. Und wenn du die Power nicht hast? Dann muss ich die auf dem Ding legen und, ja, was steht da? Abschlag, da liest du einmal, das liegt da. Okay, also wir haben insgesamt hier 2, 1, 1, 2, also insgesamt die Stärke sind 6. Der hat keine hier, 6 und ich habe 2, 4, 7, 9, 11. Und damit habe ich gewonnen. Toll. Ja, ich war fast da mit meinem Dreizack. Hat nur noch Triton und die Krone gefehlt, die ich nicht auf der Hand hatte. Okay, nur noch. Die waren wahrscheinlich irgendwo so ganz weit unten. Gucken wir ja, mal. Ja, da war die Krone. Die habe ich nämlich eben durch, durfte eine raussuchen. Ach so. Da habe ich mich zwischen Krone oder Dreizack. Ja, du musst ja neue Dings, neue Schaffeln, also neue mischen. Wenn du hast ja eben gemischt. Habe ich? Nein, aber nicht. Deine habe ich nicht gemischt. Doch, du hast noch hier irgendwann die Karte. Schicksals. Nee, der habe ich nicht benutzt. Ich habe gar nichts gemischt bei dir. Doch, du hast einmal gemischt. Nee, reingetan und gemischt. Du hast dich auch wieder reingemacht. Mit einmal müssen. Ach ja, stimmt, genau. Doch, einmal habe ich gemischt, ja. Da war meine Chance. So eine nutzlose Kingskarte hatte. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, dann hast du ja gewonnen. Ja, Was ist da dein Fazit? Das Spiel ist sehr schwer zugänglich. Extrem schwer zugänglich, weil, wie gesagt, das hier liest sich ein bisschen wie eine Steuererklärung. Also es ist ab 10 Jahren. Es ist aber, ja, der Punkt ist, das Spiel ist nicht so kompliziert, aber die Anleitung ist irgendwie so kompliziert. Deswegen gibt es ja das YouTube-Video. Das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, denen ist selbst aufgefallen, wie abstrakt dieses Spiel einfach ist. Und das Beste in dem Spiel, an dem Spiel wäre, wenn du jemanden hast, der es erklärt. Der jemand erklärt und dann hast du hier diese vier Symbole und je nachdem kannst du, weil das aus dem Text rauszuholen ist sehr schwierig. Deswegen ist halt das YouTube-Video. Ja, wahrscheinlich, wenn du es auch öfter spielst, weißt du halt, okay, das sind die Symbole und vor allem jeder Bösewicht hat ja seine eigenen, noch eigene Bedienungsanleitung. Da macht es ja noch ein bisschen komplizierter. Mhm. Absolut. Ich denke, wir haben auch mindestens ein, zwei Fehler gerade gemacht. Also ich glaube, wir haben ein paar Fehler gemacht, du kannst mir vorstellen. An sich finde ich das Spiel sehr interessant, muss ich gestehen. Auch wenn das hier vielleicht einen Eindruck macht, dass wir hier eine Steuerformular herziehen. Aber es ist auf eine gewisse Ebene sehr interessant. Ich glaube nur, es ist nicht wirklich für Kinder so ab 10 spaßig, weil das Ganze spielt sich eher wie Magic the Gathering oder sowas. Wie so ein hochkomplexes Strategiespiel. Und wenn ich hier noch fünf Leute am Tisch sitzen habe und dann auch noch hier taktieren muss und auch noch wissen muss, wer was macht und die Ziele immer im Auge behalten musst. Die Ziele im Auge behalten, vor allem wenn du jetzt fünf, sechs Leute da am Tisch hast. Ja, sechs Maximum. Also dann wird das ein echter Denksport hier, muss ich sagen. Ist ja schon mit zwei Spielern, dass das eine gewisse Komplexität nach 8,5 Stunden Arbeit. Nach 8,5 Stunden Arbeit. Also ist auf jeden Fall nichts, was du irgendwie nach einem Weintasting oder sowas spielen willst. Nee, das verrückte Labyrinth ein bisschen spaßiger. Das ist irgendwie spaßiger. Also das verrückte Labyrinth ist tatsächlich easy zu spielen. Du brauchst man kennt es halt auch aus der Kindheit. Du kennst es aus der Kindheit, aber du brauchst, selbst wenn du die Anleitung hast und dir das Spielbrett einmal anguckst, brauchst du 2 Minuten, um es zu verstehen. Ja. Das Ding hier, da musst du sitzen erstmal eine Viertelstunde, um es halt nachzuvollziehen. Für Neukunden, jetzt mal als Hersteller gesehen, ist das eigentlich ein Desaster, weil die Leute, ich weiß das aus meiner Kindheit, wenn du ein Spiel hast, was zu schwierig ist, dann hast du kein Interesse mehr. Hast du kein Interesse mehr. Vor allem als Kind. Du spielst es einfach nicht dann. Vor allem als Kind, ich hatte damals ein Spiel, das hieß, glaube ich, Barbarossa. Ich habe bis heute nicht kapiert, wie es funktioniert. Das hat mir meine Mutter irgendwann zum Geburtstag geschenkt. Das war irgendwie Spiel des Jahres 1988 oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wenn wir uns jetzt hier nicht durchgekämpft hätten, ich hätte jetzt mit dir auch nach 10 Minuten gesagt, komm, wir gehen wieder auf die Couch und gucken uns irgendwas im Fernsehen an. Ich habe keine Lust, gerade nachzudenken. Irgendwas Einfaches aber fürs Gehirn. Jetzt hört sich das natürlich negativ an, aber man muss trotzdem sagen, es ist rewarding, es ist interessant. Ich bin auch bereit, das nochmal zu zocken. Vor allem mit ein paar mehr Leuten, vielleicht ist es sogar noch spannender eventuell. Also mir gefällt das auf jeden Fall. Aber ist ein bisschen wie so ein Strategie-Kartenspiel, ne? Ja, ist es. Und halt sehr abstrakt und deswegen nicht leicht zugänglich. Aber ich finde es auch ab 10 Jahren ein bisschen schwierig. Also vor allem die Kinder müssen ja auch verstehen, oder Teenies, was da draufsteht und Schlussfolgerungen ziehen.
Du hast zu viele Informationen, auch die du verarbeiten musst. Du hast jetzt zum Beispiel die Informationen auf der Strategiekarte. Was ist verkleinern, was ist schrumpfen und vergrößern? Ja. Steht auf der Rückseite. Jetzt ziehe ich hier die Karte, habe das vorher nicht gesehen. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Was heißt das eigentlich? Aber was ich auch gut finde in dem Game, muss ich hier sagen, ich denke, es ist eine Menge Replayability da drin. Das heißt, das Spiel kannst du, glaube ich, ein ganzes Wochenende durchzocken und jedes einzelne Spiel wird komplett anders sein. Ja, das kann Weil sein. Du hast andere Helden, die andere Villains, die andere Objectives haben, du hast komplett andere Strategiekarten, andere Schicksalskarten, die Leute interagieren unterschiedlich zueinander. Also in dem Sinne ist die Komplexität sehr vorteilhaft. Also die das Ding wieder zu spielen ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir werden es auf jeden Fall nochmal testen, wenn wir ein bisschen frischer im Kopf sind. Ja, das werden wir. Machen wir, wenn Darian Wochenende da ist. Ja. Ja, und das war unser Test der Ravensburger Spiele, das verrückte Labyrinth und der Villainous. Ich kann es aber noch nicht aussprechen. Aber ja, ihr habt es gesehen, ich habe zusammen mit meinem Freund die zwei Spiele gespielt. Und ja, es hat jetzt nicht in einen Tag gepasst, deswegen gab es ein bisschen ein paar Zeitsprünge, aber das Villainous oder Villains Spiel ist ja auch ein bisschen umfangreicher. Da mussten wir, wie gesagt, schon halb studiert haben, um die Anleitung zu verstehen. Also schaut euch auf jeden Fall das YouTube-Video dazu an. Das ist auf jeden Fall einfacher zu verstehen als die Anleitung. Ich bin auch eher der Videotyp als der Lesetyp. Deswegen auf jeden Fall hilfreich, dieses YouTube-Video anzuschauen. Ansonsten hatten wir sehr, sehr viel Spaß beim Spielen. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Runde zocken und ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen in die Spiele. Ich verlinke euch die Spiele auch gerne unten in der Infobox, falls ihr euch die nachkaufen wollt. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, dann sehen wir uns ganz bald wieder.